So, und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Wir haben jetzt mal... Wo ist das Spiel gemacht? Oh, was, wer bist du denn? Oh Mann, was soll ich nur tun? Hey Mann, wieso so trübselig? Was ist los? Können wir helfen? Tja, ich sollte eine Probe für etwas nehmen. Aber ich fürchte, ich kann es nicht. Wieso? Nun, ich muss die Hauptbestandteile beschaffen, die in anderen Maschinen verwendet werden können. Mit Pascals Hilfe würde ich es sicher schaffen. Was? Meiner? Ach echt? Warum ist es denn so schwierig, diese Probe zu nehmen? Ja, ich glaube, an Ort und Stelle ist das leichter zu verstehen. Ich habe eine Anfrage eingerichtet. Ihr könnt ihr mal nachsehen. Ja, wieder später. Wie geht einfach hier weiter? Ah, stimmt, da fällt mir gerade ein. Ich habe ja wenn man eine Truhe aufgemacht und für ihn ein goldenes Gestell gefunden. Ich bin einfach nur froh, dass wir es geschafft haben. Ich bin so happy. So happy. Komm, ich nehme mit. Ich hasse dieses Typ mit ihren Kanonen. Komm. Komm. Ach, das schön. Ach, das schön. Your sword skills are amazing. Thanks. I'll use them to protect us all. Ich weiß. Ich bin einfach nur überglücklich, dass ich scheiß viel besiegt habe. Weil es war wirklich hart. Ja, vor allem diese scheiß Diebe, die haben mir echt Probleme bereitet. Vor allem kann ich... Schade. Aber ich bin... Da war schon ein harter Kampf. Aber es wird uns noch härtere Kämpfe erwarten. Och nö. Also solange die keine Verstärkung rufen, dann... Und nicht so scheiß Attacken machen. Hey guys, do you have any idea why the Overseer quit talking to people? Poisson did say that, didn't she? It struck me as odd too. Pursuing the answer will doubtless prove a waste of time. But if you're so curious, why not ask Pascal? You rang? Why doesn't the Overseer speak in public anymore? Because after all these years, she just recently learned she had a heavy accent and got really embarrassed about it. Wow, that really was a waste of time. Yep, some old dude she had the hots for pointed it out to her. Just as I said, a complete waste of time. Please, Pascal, tell us more. Okay, das ist echt der Grund. Sicher, Pascal, verheimlichst du uns etwas nicht? Oder ist sie einfach nur alt? Ja, das Labor, war das schwer? Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ah, ich will da ein bisschen die Gegner verkloppen. Ich weiß, das meckere ich wieder. Wenn die Gegner auch echt ein bisschen schwach, du meckerst wieder rum und alles. Naja, an sich war ich ja nicht so schwach. Es war einfach nur, das Vieh war einfach nur unfair. Mit so unfairen Fähigkeiten, die das einfach einen umrennen, vielleicht einen damit tötet. Dass man das Vieh gar nicht mehr angreifen kann, um Schaden zu machen. Das ist schon unfair. Aber ich glaube, das war auch das einzige Vieh, was so behindert ist. This won't take long. Draw! Burn!
waste my time. Wow, Inferno ist gar nicht mal so schlecht. Ja, Inferno, halt, Inferno, die habe ich. Komm her, damit ich Aua tun kann. Level up, sehr schön. Ach, Hauptsache Level up. 56. Stimmt, Rettich hatten wir ja schon mal. Also die Fähigkeit ist gar nicht mal so schlecht. Ah, ich sag Plasma Schock trotzdem lieber. Bam. Komm, alle auf die drauf hauen. Gewonnen. You performed reasonably as well. Was hat ihr jetzt gelernt? Verarzten verbessert, sehr schön. Und ach, wir sind schon mal im Labor angekommen. Ging auch schnell. Immer speichern, weil speichern ist hier echt Gold wert. Vor allem wenn dann Gegner kommen, die behindert unfair sind. This is no time for their dilly-dallying. We need to hurry. Hm? Where is everyone? Did they get lost? Damn it. This is precisely why I hate traveling with them. Asbel, Sophie, Sharia, Pascal, Captain Malik. Wait. Did something happen to them? I can't go on like this. I have to find them. Little bro, where are you? Pascal? Pascal! Hey, little bro, don't run off like that. Yeah. Yikes! Didn't I tell you it was dangerous to run around on the snow? Well then, perhaps next time you could mention it sooner. But never mind. What about the others? Did you find any of them? Find them? Wait a minute. Isn't that my line, little bro? Huh? By the time we realized it, you were gone. We've been looking everywhere. What are you talking about? That makes no sense. I was right in front of you. Yeah, but you were totally walking in the wrong direction. I don't think that's true. Ah, don't sweat it. Everybody gets lost at some point. Now, let's get back to our friends. March! Der hat dich verlaufen. Ach, wie herrlich. Und jetzt ist das Labor dran. Ja, war das Labor einfach? I had no idea Fourier's laboratory would be so huge. That's my sister for you. Pascal, what is she like? My sis? Well, she's a year older than me and totally smart. She's accomplished all kinds of stuff. I guess she's my idol. I used to run around and copy whatever she did. So anyway, I'm sure she'll understand when we explain what's going on. Could the Vulcanist be inside this laboratory? That would be awesome, huh? But yeah, I don't know. Right now, we should just try and find Fourier. Ja. Hinein. Oh. We spent a long time here in Fendel, and yet we're still not any closer to finding the Vulcanists. Please keep such negativity in check. It's detrimental to group morale. I understand. I just feel like Richard is suffering while we're running around in circles. Richard is suffering? I cannot even begin to fathom what you're talking about. There has to be some reason Richard's acting the way that he is. I know this isn't what he wanted. I care not for his reasons. If King Richard does not put a stop to his current behavior, then I will be left with no choice but to kill him myself. Hubert! No. I refuse to think like that. If that's your position, then I'll just prove to you that I can stop him. However this ends,
I fear the sin will be mine alone to bear. My brother lacks the temperament to kill a friend. Tja. Ist halt so, ne? Fendel-Forschungslabor. Labor. Wie war das eigentlich nochmal so ein Labor? Ich habe keine Ahnung. Nicht-Notlift scheint nicht zu funktionieren. Denn nicht. Der Notlift scheint nicht zu funktionieren. Ach, scheiß drauf. Oh, Truhe. Funktionierende Zahnrad. Wow. Das war schon. Ein funktionierendes Zahnrad in den Raum. Ich bin begeistert. Ja, ich nicht. Was muss ich hier wohl machen? Ist nicht wahr. Energiekreislauf bestätigt. Ruhemodus wird aktiviert. Ruhemodus. Wollt? Tor wird geöffnet. Ja. Wenn ihr mich gerade gesehen habt, war hier links Tor. Und das ist jetzt offen. Skorpion! Aua! Komm! Komm, wir machen die Platz. Was bist du überhaupt? Spotthelm. Na, eine Spinne, eine Spinne. Ich finde ich ja gar nicht mal so schlecht. Let's keep moving. Ja, ein leichter Kampf. Da war ich ein leichter Kampf. Runter. Und ich finde noch schnell einen Speicherpunkt. Hahaha. Vor der Partner ist. Komm, die haben wir keine Chance. Komm. Ich sollte auf jeden Fall mal bis meine Fähigkeiten. Wow. Tier 2 Level Up, sehr schön. Finde ich gut. Level Up sind immer gut. Oh, Truhe. Hallo, Truhe. Hahaha. Leider habe ich schon genug Traumgummis. Kann ich ja nichts mit anfangen. Auf jeden Fall jeden Raum reingehen. Noch eine Truhe, was ist denn das da? Alle Heilmitteltrank. Mhm. Ich will jetzt Heiler erforschen. Ah, kann man wohl anscheinend nicht. Schade. Ist doch nicht meine Entdeckung wert. Das pinke Dings da im Glas. Na nee, egal. Was soll's? Kann man halt nichts machen. Lalala. Oh. Toll, ich wollte eigentlich mal von... Du bist gemein, SP. Ich wollte eigentlich die Spezialfähigkeit von... Ich muss gleich mal kurz nach Pascal was nachgucken. Baby Hubert got so strong. Wow. Please don't mention my past in front of everyone. Die geben gute Erfahrungspunkte. Fast 3000.
Ich meine, ich müsste jetzt auch eine neue Fähigkeit gelernt haben. Frostbrecher. Ne, hatte ich ja schon. Schade, Titel. Ich hatte doch hier letztes Mal irgendwann einen Titel gehabt. Und ne, kein Titel. Doch Titel, aber ich meine mit einer guten Fähigkeit. Sturmschlund. Nehmen wir das mal. Das hört sich interessant an. Finde ich. Oh mein Gott. Wir müssen hier schieben. Ist auch so schwer. Ich sollte auch schon gedrückt halten, ne? Sonst wird das nichts. Geht doch. Ja, ja, das kennen wir schon. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Ob ich jetzt jedes Mal das gleiche, wenn wir sowas machen. Yay. Wow. Ich hoffe, es kommt bald ein Speicherpunkt. Den brauchen wir definitiv. Gegner nehme ich gleich mit. Sternenfußkette. Mhm. Hier was? Da. Is this seriously an Elith Recharger? Pascal, are you saying that this machine can replenish spent Elith? Wow, sis! I can't believe she invented this! That sounds pretty handy. It's far more than just handy. This could supply enough Elith for the entire kingdom of Fendel. Uh-oh. Is something wrong? Please don't tell me it's broken. Not broken so much as fundamentally defective. Yeah, it's useless. Is there anything you can do, Pascal? Nope. This is beyond any of the Amarcians. Schade. Das würde doch schon helfen. Den. Very sad to let destruction rage! Come forth! Hallo, darf ich mal angreifen? Aber wie Schaden machen die nicht? Achso, ich war doch drin. Ich hab weil es einfach. Everyone did as well as could be expected. Ja, interessiert keinen, was du laberst, Hubert. Ich will einfach nur den Ort verlassen. Nee, den Ort eigentlich doch verlassen. Ein Speicherpunkt am Ziel kommen und ein Speicherpunkt finden. Erst Biene. Ja, weil mit den Ewigkeiten sind irgendwie die geilsten. Und das war's. Plenty of room for improvement, but we can let it slide. Oh, schöne viele Sachen gefunden. Sturmschlund. Will ich mir gerne mal angucken. Sturmschlund. Für Stahlbrecher dann. This won't take long. Okay. Flare shot. Pierce. Prepare yourself. Damn for the dam. Hallo. Balls. Okay. Bloodshot. Freeze. Sometimes I can't see the value in fighting. Hubert. There's no profit in the enemies here. It's a waste of time. Hey. Also hier die Gegner finde ich jetzt nicht wirklich stark. Alles Teile. Das kann ich vielleicht für später nochmal gebrauchen. Wenn ein Gegner kommt, der mir wieder zu überlegen ist. Ne? Glaube ich damit, dass es dafür gedacht war. Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß nur, dass ich jetzt gleich den Part beenden muss. Oder jetzt beenden muss. Ich laufe jetzt nochmal komplett zurück und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal hier an dieser Stelle wieder. Also dann bist du nicht mehr dabei. Tales of Graces F. Bis dann. Tschüss.